Und da wären wir wieder. Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Ich hatte ja bereits angekündigt, wir werden in dieser Episode eine besondere Person treffen. Und diese steht hier mitten im Wasser auf diesem Felsvorsprung. Man kann ihn an mehreren Stellen im Spiel antreffen. Und er ist sehr cool, meiner Meinung nach. Aber ich sehe gerade, dass diese Plattform doch recht groß ist. Also lasst uns entsprechendes Gewand anziehen. Damit kommen wir schneller zu ihm rauf. Oh, das sieht so cool aus. Auch mit den Möwen und so. By the way, ich glaube, die muss ich sogar noch fotografieren, oder? Dann wäre das jetzt vielleicht ein gar nicht mal so schlechter Moment, um das zu tun. Eine Seemöwe. Perfekt. Und da ist er. Kashiwa. Oh. Hier draußen trifft man nicht auf der andere. Nanu? Was ist denn das in deiner Hüfte? Oh, ist nix. Tut mir leid. Wir haben uns eben erst getroffen und ich... wer bist du? Oh. Oh. Hast du noch nie einen Ornix gesehen oder was? Ach, was sind denn nur meine Manieren, ne? Ich bin Kashiwa und ich preise die Welt auf die Suche nach alten Liedern. Kennst du die alten Lieder von Hyrule? Nicht so ganz, ne? Waren die in den Charts? Ha, weiß ich nicht. Aber die alten Lieder, sie handeln von Helden, die viele Prüfungen gemeistert und die Verheerungen aufgehalten haben, ne? Diese merkwürdige Felssäule wird schon in einem uralten Lied besungen. Soll ich es vortragen? Ja, du siehst talentiert aus. Mach mal. Oh. Vielen Dank, es geht los. Die Worte des Helden werden dir zuteil, die Verheerung abzuwehren, kehr ich einst wieder. Das Meer so blau, die Klippe steil, weisen zum Schatz, den zur Zeit der 17 ich dort legte nieder. Ja, ob du jetzt bei DSDS weiterkommst, weiß ich nicht, aber die Musik war gut. Der Schatz des Helden? Ob das wohl Rubine sind oder was? Wenn es um den Helden geht, der sich gegen die große Verheerung gestellt hat? Dann müsste es ja ein Riesenbatzen sein. Der CPM schmeckt, ne? Nun denn, er möge dein Weg von Licht erfüllt sein, Bro. Ja gut, sympathisch auf jeden Fall und coole Aufgabe. Ich denke, ich kenne die Lösung. Bin mir aber natürlich auch nicht ganz sicher. Er hat was von 17 gesagt, dementsprechend... denke ich, dass eine Uhr gemeint ist und 17 wäre 5 Uhr. Demnach müsste der Schatz, ja, keine Ahnung, irgendwo hier sein. Wir gucken gleich mal. Ich hoffe, das stimmt. Muss ja dann eigentlich im Wasser versenkt sein, oder? Oh ja, hier ist was. Witzigerweise genau da, wo mein Floß steht. Das ist jetzt Zufall. Stellen wir es doch gleich mal drauf. Der Schatz des Helden. Und von diesem Helden, von dem die Rede ist, das klingt doch nach Link. Vor 100 Jahren. Ui, Link, du hast gut verdient, Alter. Stellt er mich komplett in Schatten. 300 Rubine. Heftig. Sehr schöne Ausbeute. Und die Quest direkt mal abgehakt. Bravissimo. Wird, wie gesagt, nicht das letzte Mal sein, dass wir Kashiwa treffen. Er hat auch ganz viele Schrein-Quests für uns. Doch dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Jetzt kommen ein paar Hateno-Quests. Dazu wollen wir zuallererst... Ich muss gerade gucken, was verfügbar ist. Er ist verfügbar. Ich weiß noch nicht, ob ich das habe, was er sehen möchte. Ich glaube schon. Er ist nämlich der gefürchtete Waffennarr Nebo. Hey, hallo. Du kommst aus der großen, weiten Welt, oder? Du kannst sicher mit Pfeil und Bogen und mit dem Schwert umgehen, oder? Du bist bestimmt total stark. Ich bin der Stärkste der Welt. Wahrscheinlich kommst du mit allen möglichen Waffen klar. Hilfst du mir dabei, meinen Traum wahr werden zu lassen? Mein Opa war immer ganz fasziniert von Waffen.
typischer Opa, der aus dem Krieg kommt, ne? Leider hat er seine Sammlung nie vervollständigen können. Und jetzt ist er nicht mehr da. Oh. Sorry. Bringst du mir die Waffen, die ich dir nenne, und zeigst sie mir? Dann kann ich meinem Opa im Himmel erzählen, was ich gesehen habe. Okay, schöne Geschichte. Ich versuche dir zu helfen. Aber er wird uns ziemlich ausnehmen. Er möchte sehr viele verschiedene Waffen sehen. Gut, so machen wir es. Was nehmen wir denn? Hast du schon mal ein Reiseschwert gesehen? Dass es damit beginnt, weiß ich. Aber wie es weitergeht, mal gucken. So etwas konnte ich bisher nur in Büchern bewundern, aber in echt noch nie. Im Ernst? Ist doch gar nicht mal so special. Wenn du ein Exemplar findest, dann zeig's mir bitte unbedingt. Ja, hier, guck mal. Hey, hi. Oh, hast du etwa ein Reiseschwert? Und hier sieht die Kamera mega cool aus. Wie schön, wie schön. Zeig schon. Hier, guck mal. Hui. Oh, hätte ich nie gedacht, dass ich hier im Dorf mal sowas sehen würde. Danke. Hier für dich. Ein roter Rubin. Schmeckt, danke dir. Nimm ruhig. Ich hab's von meinem Opa. Ein kleines Dankeschön von ihm für dich. Du hast geerbt? Kannst du mir noch was zeigen? Was nehmen wir denn da? Ich hab's. Hast du schon mal einen Feuerstab gesehen? Ich hätte beinahe einen bekommen, aber dann hat mich der Feuerpyramagus ja in Brand gesetzt. Wir kennen die Geschichte. Als mein Opa jung war, hat er vergeblich danach gesucht. Aber wenn du es schaffst, komm bitte zu mir. Okay, wenn ich sowas habe, werde ich es dir zeigen. Und jetzt schauen wir einmal hier in diesen Laden. Hier gibt es jede Menge Items. Milch, Trüffel, Fit-Karotten, Eier und auch Hyrule-Reis. Ob es darüber hinaus noch was gibt, weiß ich nicht. Ah, doch, hier sind noch Pfeile, die, glaube ich, denselben Preis haben wie in Kakariko. Also da gibt es jetzt keinen Unterschied. Oh, entschuldige. Ich wollte dich nicht mit meinem Hinterteil begrüßen. Wäre auch schlecht als Verkäufer. Dann zurück damit, wo es hingehört. Was? Was hast du gerade gemacht? Sorry, hallo nochmal. Wie kann ich dir helfen? Du was kaufen? Ja, dann mach's halt. Okay, ja, sehr sympathisch. Ich guck mal nach oben. Die haben alle diese wunderschöne Higher Shield Bettwäsche. Und was haben wir hier noch? Sein Tagebuch. Ach, okay, da gibt's Rezepte, denke ich mal. Genau, da steht genau drin, was man dafür braucht. Ja, gut. Wir haben ja unsere Hauptrezepte, die wir nutzen, und damit sind wir auch vollends zufrieden. Oh, das Spiel ist so schön! Oh mein Gott! Ich liebe es. Oh, das sind übrigens Drahtschweiber. Die können wir uns ja auch mal kurz reinziehen. Was fällt denn dir ein? Versuchst du etwas zu belauschen? Das kannst du vergessen. Ach, die Jugend von heute. Ich muss mal ein bisschen mit deinen Eltern reden. Man belauscht keine fremden Gespräche. What the fuck? Hätte man sich da jetzt anschleichen müssen, oder? Weil eigentlich kann man die belauschen irgendwie. Vielleicht geht's auch nur mit dem Schleichgewand. Keine Ahnung. Du sollst dich verpissen! Okay. Ja, dann tue ich das halt. Moment, was ist denn eigentlich hier oben oder in der Kiste? Lass mal kurz nachschauen. In den Kisten ist bisher immer nicer Stuff drin gewesen. Halt auch, weil es RNG ist mit der Rebalancing Mod. Ja, wow, ein Apfel. Fittling und noch ein Apfel. Naja, der Fittling ist geil, aber der Rest ist eher Müll. Hops, hops. Okay, ich kann auch in diese Windmühle hinein. Ich glaube, da war eine Truhe, oder? Nein? Hier pennt aber irgendjemand. Und Kisten haben wir da auch. Ob das eine dumme Idee ist, die Bombe jetzt zu sprengen? Ich glaube schon, ich gehe lieber raus. Aber dass sie sich nichts dabei denken. Hier ist einfach jemand, der... Oh, eine Frostmelone, geil. Hätte ich fotografieren sollen. Ah, lost. Hier ist einfach jemand, der die Windmühlen sprengt. Absolut crazy. So, hier drüben gibt es, glaube ich, auch noch Gewänder, oder? Ja, stimmt.
Allerdings dieselben wie in Kakariko. Nee, stimmt gar nicht. Ist das Winterwams? Was? Und die Heiler-Rüstung. Also von wegen das gleiche. Da laber ich Müll. Also ich... Boah. Ich will das wenn dann schon komplett kaufen. Sprich, ich brauche noch ein paar Rubine leider. Aber gut zu wissen. Ja, Heiler-Hose und so, das juckt mich nicht. Aber diese Rüstung... Doch, die ist schön defensiv. Ich muss mal nach einem Weg gucken, genügend Rubine zusammenzubekommen. Warum bist du so schüchtern? Hi. Hey, willkommen. Hier bei Zephyr finden Sie alle Arten von Kleidungsstücken, von Alltagsmode bis zu Schutzkleidung für Krieger. Wie kann ich Ihnen helfen? Warum so versteckt? Sie meinen, ich bin hier in der Ecke, schlecht zu sehen? Aber ich muss hier stehen, das ist mein Lieblingsplatz. Bitte haben Sie Verständnis. Ja gut, ich wollte ja auch nicht zu nahe treten. Alles gut. Solange sie gute Ware hat, alles in Ordnung. Hier haben wir noch die Färberei. Einzigartig für Hateno. Wenn man gewisse Gewänder umfärben möchte, kann man das hier tun. Reinspaziert! Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Hateno. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbematerialien dabei hast, sind alle Gebühren im Preis enthalten. 25 Rubine, färben wir deine Kleider in einem anderen Ton. Fühle ich aber nicht. Was? Ja, dann hau ab, ey. Vielleicht nutze ich das nochmal mit der Rüstung oder so, aber momentan kein Bedarf. Bin auch nicht so ein Fan von diesem Feature. Hey, was geht? Du, bist du auf Reisen? Hast du im Gasthaus Sahel übernachtet? Nö. Nein? Heißt das etwa... Du hast doch nicht etwa vor, hier in Hertino zu bleiben, oder? Nö, ich hab zu tun. Dachte ich mir. Uns geht's zwar gut hier, aber da draußen wird's immer schlimmer, was man so hört. Deshalb gucke ich hier, ob irgendwelche Fremden sich an Fräulein Primella... ich meine, ich stehe hier Wache und stell sicher, dass keine Fremden den Frieden in unserem Dorf stören. Fremde? Ja, so welche wie du zum Beispiel. Viel wichtiger, hast du Fräulein Primella schon mal getroffen? Nicht, dass es mich interessiert, aber wenn du sie triffst, halte ich mit deinem jugendlichen Charme etwas zurück, okay? Was? Wenn doch nur nicht alles so schwierig wäre. Was soll ich ihr bloß schenken? Ach ja, sag mal, welche Geschenke könnten Fräulein Primella vom Gasthaus Sahel wohl gefallen, ne? Also es geht um einen Freund eines Freundes, der ist verliebt und hat mich im Rat gefragt. Ah ja! So, so, ich verstehe. Ja gut. Dann bring ich das mal für dich in Erfahrung. Guten Tag. Willkommen im Gasthaus Sahel. Moment mal. Wer sagt, dass ich ihm helfen muss? Vielleicht will ich auch einfach selber ihre Nummer? Hey, ich glaube, ich übernachte hier. Im Luxusbett, selbstverständlich. Oh, Sie haben viel Geld, ja? Mehr, als ich zählen kann. Oh, schön. Ja. Aber wollen wir nicht... Oh nein! Denkbar schlechter Zeitpunkt. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Verflixt! Ja gut, dann vergiss das. Ich hab zu tun. Aber ich will noch was in Erfahrung bringen. Sorry, wenn ich dich jetzt hier hinter den Tresen ansprechen muss. Ja bitte, wie kann ich Ihnen helfen? Vielleicht nicht mit der Tür ins Haus platzen? Sie machen das toll. Das ist sehr nett von Ihnen. Wenn Sie hier übernachten möchten, dann bitte sprechen Sie auf der anderen Seite mit mir. Ja, verstehe ich komplett, dass ich das eigentlich nicht machen soll, aber was mögen Sie so? Was zur Hölle, was soll das jetzt? Ich sag einfach irgendwas. Also ich mag Heuschrecken. Am liebsten würde ich umgeben von 100 Ausdauerschrecken leben. Wer es glaubt, wird selig.
Okay. Hier haben wir gesehen, was man nicht machen sollte. Frauen extrem bedrängt, zu nah rangehen und ja, dann sagen sie halt irgendwas, um ihre Ruhe zu bekommen. Das wird wohl nicht gut enden, oder? Hey, du. Ich hab sie gefragt. Hä? Du hast Fräulein Primella gefragt, was sie gern hätte? Ganz gechillt bleiben, sonst merkt er, dass es eigentlich um mich geht. Ja, dann erzähl mal. Der Freund meines Freundes will immer noch wissen, was Fräulein Primella gern hätte. Ausdauer schrecken und dann gleich 100? Natürlich, genau diese Verschrobenheit machen Fräulein Primella so einzigartig. Das sagt der Freund meines Freundes immer. Oh, das war knapp, ich hätte mich fast verplappert. Aber 100 von denen zu fangen wird ganz schön heftig. Hey, kannst du mir nicht ein bisschen helfen? Ich bin sicher, für dich ist das ein Kinderspiel. Du bist ja auch viel jünger. Ich wäre auch erstmal mit 10 zufrieden. Kriegst auch eine Belohnung, ich schwöre. Besagter Freund wäre dir echt dankbar. 10 Stück? Okay. Die bekommen wir, soweit ich weiß, relativ chillig hier im Hey! Was soll das denn hier? Fotobomb vom Fisch? Wobei, den habe ich ja auch noch nicht. Lul. Okay, die Ente zuerst. Fleckenente. Und der Fisch, kommt der nochmal? Da unten ist er irgendwo. Wäre aber ein seltsames Foto. Nein. Ach, egal. Wir werden noch eine bessere Möglichkeit erhalten, da bin ich sicher. Ja, zu den Schrecken. Soweit ich mich erinnern kann, kann man die so ein bisschen zwingen zu spawnen, indem man hier immer mal wieder das Gras jätet. Versuchen wir es mal. Tatsache. Dann sammle ich mal 10 Stück. Habe ich eigentlich. Warum frage ich? Yo, Bro, ich habe deine Viecher beisammen. Du. Hä? Was? Du hast sie? Ja. Du hast schon Ausdauerschrecken bei dir? Das ging aber schnell. Ich habe noch nie eine gefangen. Dann zeig mal die Ausdauerschrecken, die du gefangen hast. 1, 2, 3. Jo, doch, sind 10 Stück. Also glaube ich. Dann nehme ich die mal. Und du kriegst das hier. Die Bezahlung kann sich sehen lassen. Wir kommen unseren teuren Rüstungen immer näher. Gut, den Rest werde ich dann selbst übernehmen. Ich werde mit Fräulein Primella glücklich werden. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ups, jetzt ist die Katze wohl aus dem Sack. Ja, ich wünsche dir mal viel Glück, aber ehrlich gesagt bezweifle ich, dass sie auf Ausdauerschrecken abfahren wird. Und, wie geht's euch so? Hör mal! Was denn? Kannst du das hier? Yolanda! Da-da-da! Yolanda! Schatsching! Will ich nicht können. Du dummer Idiot! Ja, die Kinder wurden gut erzogen, Kapi. By the way, ich frag mich gerade, kann man das Ergebnis von der Quest von eben noch irgendwie erfahren? Naja, wir schauen gleich mal nach. Jetzt erstmal was anderes. Haha, macht Spaß, oder? Ich liebe es, herumzulaufen. Aber ich mag vieles gern. Soll ich dir davon erzählen? Wen magst du gern? Meine Mama, die spricht irgendwo mit einer Freundin. Wenn man sie dabei stört, wird sie böse. Man muss sich ganz vorsichtig unbemerkt anschleichen, wenn man zuhören will. Ah, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Was machst du gern? Kiefer fangen. Da staunst du was? Der Trick ist, sich ganz leise anzuschleichen. Was magst du gern? Edelstein, Rubine! Ja, moin! Alles, was glitzert, hab ich gern. Oh, sag mal. Was? Du hast einen Saphir, oder? Wenn du den verkaufst, bist du reich. Naja, ich glaube nicht. Wäre schön, aber so einfach ist das nicht. So, also eigentlich habe ich nach einem ganz bestimmten Kind gesucht. Aber natürlich finde ich das nicht, oder? Bist du's? Hey! Was? Ich habe was Tolles gefunden. Willst du es sehen? Ja, zeig mal her. Gut, mir nach. Ihn habe ich gesucht.
Er hat nämlich wirklich etwas Besonderes entdeckt, was ich, als ich nach Hateno gekommen bin, hier beim Re-Let's Play schon gesucht hatte, weil ich nicht mehr wusste, wo es ist. Und dann habe ich mich erinnert, dass jemand Kleines einem den Weg zeigt. Es ist er hier. Gefunden hat er nämlich das. Einen Bug. Aber um den geht's nicht. Es geht darum. Eine hässliche Statue. Oh, man hat mich also nicht vergessen. Du sprichst ja. Ist es denn möglich? Kannst du mich hören? Ja. Jetzt bin ich aber schon überrascht. Wofür betest du? Ein langes Leben? Wohlstand? Da bist du bei mir richtig. Ich bin eigentlich eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Ich gewährte Leben gegen Geld. Keine große Sache. Ist auch nichts dabei. Doch die Göttin Hylia sah das anders. Und so strafte sie mich mit dieser erbarmungswürdigen Gestalt, einem Schatten meines früheren Selbst. Im Dorf nennen sie mich nur die Dämonenstatue. Und es kommt noch nicht mal jemand vorbei, um die Hinterlassenschaften der Vögel wegzuputzen. Oh. Man könnte direkt ins Grübeln kommen, was man falsch gemacht hat. Ob man nicht versuchen sollte, sich zu bessern. Aber nicht ich, kein Stück. Ich habe lediglich gewartet. Auf jemanden wie dich, der mich versteht. Aber genug davon. So, sollen wir uns dann mal ans Tauschen machen? Bleib ganz ruhig stehen und beweg dich jetzt nicht. What the fuck? Nein! Ein Herz verloren. Ich habe eben nichts verlernt. Den Container habe ich ohne Probleme aus dir herausoperiert. ETF! Was hast du hier bitte gefunden? Sag mal, hast du mit der Statue gesprochen? Ui, du kannst mit Statuen sprechen. Ich gehe dann mal wieder zurück. Du. Es ist so schön, wieder angebetet zu werden. Gib den Container zurück. Fühlst du dich ausgetrickst? Ich bitte dich, sieh dir mal das große Ganze an. Ich bin an einer langfristigen Geschäftsbeziehung interessiert. Da werde ich dich doch nicht übers Ohr hauen. Also, was darf sein, ne? Vielleicht habe ich es schon erwähnt. Ich bin eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Daher nehme ich Herzcontainer und Ausdauercontainer an, die ich beim Zurückgeben beliebig tauschen kann. Ja, cool. Ich will mein Herz zurück. Exzellent, dann halt jetzt still. Yay. Du wirkst misstrauisch, aber sei gänzlich unbesorgt. Die Macht des Geldes versetzt mich in die Lage, deine Container zu tauschen. Und das funktioniert so. Zuerst verkaufst du mir für 100 Rubine einen deiner Container. Willst du einen Container zurück, kostet dich das 120 Rubine. Dafür kannst du dir aber aussuchen, ob du von mir einen Herzcontainer oder einen Ausdauercontainer haben willst. Bitte einfach hier zu mir, wenn du Container tauschen möchtest. An sich eine coole Sache. Naja, wenn man später mal mehr Ausdauer haben möchte und viele Herzen von der Göttin Hylia erhalten hat, macht es durchaus Sinn zu tauschen und andersrum genauso. Ja? So ist das nämlich möglich. Eine verrostete Hellbarde liegt hier noch rum. Gleich mal fotografieren. So. Ein Tag später. Bin mal gespannt, was er berichtet. Oh, hört sich wohl nicht so gut an. Du. Was willst du? Bist du aufmerksam? Ich schaue alle süßen die Reisenden an, die hier durchkommen. Aber mit Fräulein Primella kann sowieso keine andere mithalten. Da fällt mir ein, vor 100 Jahren soll es im Schloss von Hyrule eine bildhübsche Prinzessin gegeben haben. Ich wette, die war mindestens genauso schön wie Fräulein Primella. Ach, bei dem Gedanken wird mir ganz heiß. Digga.
Und ihr sagt, ich bin schlimm? Die beiden Drahtschweiber wollten wir doch noch belauschen, ne? Das sollten wir tun. Aber leise. Ohne, dass sie uns bemerken. Ich hoffe, von hier aus ist das möglich. Weiß jetzt noch nicht, muss man... Ah, oh, okay, zuhören. Du wirst nicht glauben, was mein Kind neulich gehört hat. Im Hartedo-Institut geht seit kurzem ein kleines Mädchen ein und aus. Mhm, wie seltsam. Wie kam das denn zustande, hä? Adoption? Ich weiß noch nicht, vielleicht Prostitution. Das würde diesen Forschern gar nicht ähnlich sehen. Ob das Mädchen in Wirklichkeit... Nee, das kann nicht sein. Also, wir halten uns aus der Angelegenheit raus, zumal wir ja auch mehr wissen, aber wir werden nichts ausplaudern, weil es gibt nichts Asozialeres, als wenn du Dinge im Vertrauen erfährst und diese dann weiterträgst. Generell Verrat, unfassbar asi. Ich habe da selber Probleme mit Personen, die Vertrauen häufig missbraucht haben, deswegen habe ich da so ein kleines... Wie soll ich sagen, ein gewisses Misstrauen entwickelt und ja, auch eine gewisse Grundenttäuschung gegenüber jedes Menschen. Wobei das jetzt hier in wenigen Minuten zu erklären auch ein bisschen schwierig ist. Aber ich denke, gewisse Skepsis schadet niemandem. Dann fliegt man auch nicht so heftig auf die Schnauze. Wenn's mal dazu kommt. Und ich kann euch garantieren, es wird in eurem Leben das ein oder andere mal dazu kommen. So, die Folge wollen wir noch abschließen mit zwei ekligen Crocs. Ich habe lange überlegt, welche hole ich mir jetzt, weil ich mir ja schon diesbezüglich einen größeren Plan gemacht habe, wie wird das alles ablaufen. Und möglichst viel Zeit dabei sparen und sehr effizient dabei sind. Ich habe mich jetzt für diese zwei hier entschieden und ich glaube, einer davon, man sieht es ja schon, ist wieder einer dieser typischen Schiebe den Fels in das passende Loch. Da kann man eigentlich fast nichts falsch machen, oder? Oder? Ja? Wunderbar, freut mich. Das wäre dann schon mal der eine. Und der andere, oh! Ein paar kleine Ishirocks. Die Mini-Versionen der Ivarocks. Kann man auch werfen und dabei sterben sie. Warte. Bam. Oh, die sprengen sich sogar selbst in die Luft, wenn sie kopfüber am Boden liegen. Das tut ihnen wohl nicht gut. Ja gut, andererseits ist die Frage, ob ihnen die Self-Destruction... gut tut, aber mir soll's recht sein. Boom. Da haben wir ihn auch schon. Große Klasse. Das ist jetzt so schnell gegangen. Wir haben noch ein bisschen Bonuszeit und ich weiß auch genau, was ich tue. Ich werde mich rächen an diesem ätzenden Feuer-Pyromagus. Wir können ihn zwar nicht mehr mit Eispfeilen one-hitten, das wurde ja mit der Rebalancing-Mod rausgenommen, zu Recht, weil es viel zu overpowered war. Aber viel Damage machen wir dennoch. Und, was ich noch gar nicht gezeigt habe, beim Schweben mit dem Parasegel ist es möglich, mehrere Pfeile hintereinander abzuschießen. Ich guck gerade mal, wie viel Damage hat das jetzt gemacht? Ja, es geht, ne? Vor allem der zweite Pfeil hat gefühlt auch gar nichts mehr gebracht. Man muss da wohl erstmal einen gewissen Cooldown abwarten. Aber kein Ding. Oh. So viel dazu. Es bleibt weiterhin spannend im Kampf gegen ihn. Oh mein Gott, nein! Nein, 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 nicht nochmal sterben. Treff ihn doch! Oh, er wollte gerade wieder seine Ulti machen. Aber wir haben es geschafft. Oh my goodness, das war wirklich sehr knapp. Und das trotz der Elementpfeile. Aber gut, dann weiß ich zumindest, dass die ja schon ordentlich abgeschwächt wurden. Ich finde das fast ein bisschen zu heftig mal wieder. Also so die Hälfte hätte ehrlich gesagt gereicht, sodass du so einen Gegner mit zwei Pfeilen besiegen kannst. Was ich wiederum gut finde, ist, dass man nicht mit dem Zeitlupenbonus ja, diesen Nerf umgehen kann.
Aber, boah. Jetzt stehe ich einfach mal wieder nur mit einem Viertelherz da. Oh mein Gott. Ja gut, was soll's, Leute. Ist dann halt so. Der Feuerstab ist auf jeden Fall ein cooles Item. Das werden wir natürlich behalten, aber ich werde noch ganz kurz flexen. Bei dem Waffennarr, warst du das? Ja, ne? Oh, hast du einfach einen Feuerstab? Krass, darf ich ihn anschauen? Ja. Geil, Omat, was? Wow, mega heftig. Danke, dass du mir gezeigt hast. Als nächstes würde ich gerne eine Mobkeule sehen. Bring sie mir bitte. Nichts lieber als das. Leute, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank für eure Daumen hoch und ciao.